Die Mareike hat mir etwas sehr Schönes aus ihrem Poesiealbum geschrieben. Sie schreibt: Ich habe drei Wünsche, zwar sind sie klein, doch passen sie schön in dies Album hinein. Fürs Erste sei immer recht fröhlich und munter. Fürs Zweite komm in der Schule nicht runter. Fürs Dritte vergiss deine Freundin nicht, sonst macht sie ein bitterböses Gesicht. Der Freund von Mareike heißt Micky Matratze, hat untenrum Haare, aber oben eine Glatze. Er hat drei Testikel in seinem Sack, die machen beim Gehen immer klickidi-klack. Das erste heißt Klöte und ist eher klein, denn sonst passt es nicht in die Hose mit rein. Das zweite heißt Hode und speichert den Samen. Das dritte ist einfach ein Ei ohne Namen. Diese drei Nüsse, die kannst du nicht essen. Sie sagen dir nur, tu uns niemals vergessen. Ich vermiss meine Gitarre, ohne sie kann ich nicht leben. Es ist nicht mehr da, es hat noch hier gelegen. Ich werde der Spur nachgehen, bin bereit dafür zu sterben. Für mich ist es mehr wert als goldene Perlen. Mörder, Mörder ist realer als real. Meine Gitarre bedeutet mir sehr viel. Ist das das Ende? Das kann nicht sein. Wo bist du? Hier ist nichts außer dieser Stein. Da oben bist du, ich sehe dich in guter Sicht. Gleich bin ich bei dir, ich komm und hole dich. Ich komm und hole dich. Ich komm und hole dich. Mördern, Murdock ist vieler als viel. Weil keiner mir den Weg zeigt, komm ich auch nie ans Ziel. Ich vermiss meine Gitarre, sie ist mein einziger Freund gewesen. Ohne sie sein ist noch schlimmer als wie rechnen oder lesen. Ich lieb sie sogar doller noch als meine zwei Blockflöten. Und die hab ich sehr lieb, für die würd ich sogar töten. Mördern, Mörchen ist doofer als doof. Wenn ich sing, wird ich vermöbelt auf dem Pausenhof. Dip, 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 dip. Meine Gitarre ist mir mehr wert wie mein Leben. Für sie würd ich meine ganze Schlümpfe-Sammlung geben. Warum ist sie geflohen vor mir auf den Baum da oben? Ich hab doch nur den Schniedel in das Loch geschoben. Mördern, Murdock ist mehrer als mehr. Richtig singen oder sprechen fällt mir schwerer als schwer. Dip, 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 dip. Hallo, ich bin Mördern, Serial Murdock, Motherfucker, Mörchen, Branded, Bastard, G, Superstar, Mörderman. Meine Mutter nennt mich Kevin oder Süßer. Meine Musik findet ihr auf YouTube und iTunes. Da könnt ihr die auch shoppen. Ich love you. Peace. Ja, heute ist der Tag der guten Laune. Andrea und Manuela bringen es da genau auf den Punkt. Denn diese Stimmungshitparade der Volksmusik können Sie sich jetzt für Ihre nächste Party sichern. Heute ist der Tag der guten Laune. Heute ist der Tag der guten Laune. Und 80 Stimmungsgaranten der guten Laune finden Sie hier auf diesen vier CDs, die Sie sich jetzt mit einem Anruf sichern sollten. Ich sage Ihnen, diese Hits sind sogar Mallorca getestet. Ich weiß, wovon ich singe, denn in Arenal ist Damenwahl, da tanzt der Bär, da zuckt der Aal. Die Sangria knallt am dollsten, wer ist wohl morgen früh am frühsten?
im Irrenhaus gibt's heute Applaus. Gleich hol ich meine Gurke raus. All meine Hits werde ich euch geben. Das wird wohl keiner überleben. Ja, liebe Urzeitviecher, Freunde. Andreas und Manuel, die beiden dünnen Männer im Politessen-Look, bringen es genau auf den Punkt. Heute ist der Tag der toten Laune. 80.000 Scheißstimmungsgaranten von der Resterampe des gesamtdeutschen Partypleistozäns finden Sie hier auf dieser Grammophonbox. Das hebt die Laune beim Leichenschmaus. Da kochen die Katheterbeutel bei ihrer nächsten Ü80-Party. Da steppt der Bär beim Tanztee im Hospiz. Diese heiteren Gehörgangshämatome bringen selbst den letzten Taubenzonen-Zombie in der Kellergruft zum Schunkeln. Darauf können Sie einlassen. Ich tu's auch. Denn all diese Lieder sind so grenzdebil und geisteskrank, dass man sie nur auf Mallorca im Vollsuff ertragen kann. Ich weiß, wovon ich singe, denn ich habe sie alle selbst getextet. In meinem Po liegt Gütersloh, gleich zwischen Bonn und Mexiko. Mein Schnurrbart ist aus Wildschweinhaaren, das habe ich selber überfahren. Juhu! Ich bin eigentlich ein ganz netter Kerl. Also wenn ich Freunde hätte, die können das bestätigen. Das ist Humorpower nonstop. Fips Asmussen. Vier CDs mit den besten Gags von Fips Asmussen. Hallo und willkommen im Comedy Club Kookaburra. Ich möchte Ihnen heute den Mann an Herz und Zwerchfell legen, der sich über 3 Jahrzehnte dem Humor verschrieben hat. Der Mann, der uns das Lachen lehrt. Fips Asmussen. Die wild gewordene Witzmaschine im Leerlauf der guten Laune. Das schelmische Schleudertrauma des deutschen Humors. Die Ulknudel mit dem Kopfpudel. Fips Asmussen, der Mann, der uns seit über 3 Jahrhunderten die Hirne leert und das Zwerchfell in die Schockstarre labert. Hier im Comedy-Folterkeller Kakobimbo holte der farbenfrohe Friedhofsgärtner viele tausend totgeglaubte Karlauer aus den Gräbern und schlug beim Publikum ein wie eine Arschbombe. 4 komplett leere CDs mit seinen besten Gags haben wir für Sie zusammengestellt. Fips Arschmuskel, das ist Kultkomik aus der Kreidezeit. Lachen bis zur Leichenstarre. Da bleibt kein Auge offen. Ich bin eben noch bei Spätgelb über die Ampel gefahren. Die haben mich gleich rausgeholt, eine Polizistin. Ich sag, na Schwester, was kostet der Spaß? Sagt sie, 40 Euro. Ich sag, komm, steig ein, Mensch. Klopft einer mit mir in die Tür und sagt, guten Tag, ich soll Ihr Klavier abholen. Ich sag, Sie haben doch nur einen Arm. Sagt er, wieso haben Sie 2 Klaviere? Mit der Polizei habe ich sowieso nichts am Hut. Ich sag mal, 2 Bier, 2 Korn, so 0,8. Eine Frau, 2 Kinder, so 0, nichts. Kennst du das Thema? Sag mal, kennen Sie den Unterschied zwischen Fips Asmus und einem Politiker? Sagt er, nee, kenne ich nicht. Fips Asmussen weiß, dass er dummes Zeug redet. Alter, du, ich sag's dir doch, dieser Witz, der ist so alt, als ich den das erste Mal erzählt habe, kam ein Typ zu mir auf die Bühne und sagte, sei mal kurz still, ich hab grad das Feuer erfunden. Kinder, du, ich glaub's ja nicht. Sag mal, weißt du den Unterschied zwischen Fußpilz und Furz Anus hin? Ja, ist beides nicht lustig, aber Fußpilz gibt's wenigstens nicht auf CD. Eieiei, ich sabbel wie ein Wasserfall und saufe wie ein Zackenbarsch. Ich glaube, in meinem nächsten Leben werde ich ein Fischstäbchen, do. Nee, ehrlich, do, ich laber so viel Dünnschiss. Gestern habe ich mir die Hose über den Kopf gezogen, weil ich dachte, das wäre mein Hintern. Mein lieber Herr Geschlechtsverkehr, ich habe mehr faule Witze auf der Pfanne als Haare am Sack. Da kannst du jede Polizistin fragen, von Wismar bis Rostock. Alter Falter, am Kopf sehe ich aus wie eine Pusteblume oben oder ein Schaf um Eier. Aber alles Natur, weil mir langsam die Rübe schimmelt. Mann, oh Mann, mich kriegst du auch nicht mehr still. Ich quatsch euch alle kaputt. Ich bin der Zoten-Zombie vom Witz. Nee, das kannst du auch vergessen. Da spüre ich inzwischen schon lange nichts mehr. Also pass mal auf. Einen habe ich noch. Hör mal. Dann beißt er wieder zu und lässt mir keine Ruhe. Der kleine Floh in meinem Herzen. Mandolin in einer Sommernacht. Amore mio. Oh, so. Es gab unzählige Tränen auf dieser letzten Flippers-Tour. Tränen der Trauer wegen der Endgültigkeit des Abschieds. Aber auch Tränen der Freude über die klingende Lebensfreude, die Rührung und Dankbarkeit. Und zwar auf beiden Seiten.
denn wie heißt es doch so schön? Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Oder spätestens, wenn die Polizei Tränengasbomben durchs Fenster wirft. Die Flippers haben auf nichts davon gehört. Aber jetzt haben sie trotzdem aus Versehen Schluss gemacht. Und viele Tränen wurden daraufhin vergossen. Nicht nur bei Produzenten bizarrer Polyesterperücken und Vertretern der Haarfärbemittelindustrie, sondern auch bei den Herstellern augenkrebserzeugender Herrenbekleidung. Matt Manfred vom Menopausenhof, Onanierunfall Olaf und Bernd, das trommelnde Ferkel mit der Schädelschambehaarung. Diese drei bumsfidelen Baggerbarden nannten sich die Flippers. Und ihre erfrischend ewig gleichen Lieder über Liebe, Lust und Sextourismus werden uns wohl für immer im Gedächtnis bleiben. Leider. Ei, ei, ei. So eine Seefahrt macht das Leben schön. Denn jetzt weiß ich endlich einmal, wie das ist, wenn bei 20 Knoten eine Frau dich küsst. 7 Tage lang Sonnenschein, 7 Tage nur mit dir allein. Er sagte, weit, weit von Hongkong. Hallo, schön, dass Sie uns noch einmal wiedersehen müssen. Auch wenn wir aufgehört haben und klinisch schon lange tot sind, wir sind die Flippers. Ja, ich auch, übrigens. Ja, ja. Vor über 40 Jahren haben wir uns getroffen. Ich hatte gerade meinen Job beendet, auf einem gesunkenen Makrelendampfer als verantwortlicher Skipper. Ich kam vom Schiffsarzt und hatte ganz schlimm Tripper. Und ich saß allein zu Hause und guckte Flipper. Aber dann hat das Schicksal uns zusammengeführt. Beziehungsweise das Arbeitsamt. Naja, eigentlich die Schlachterei von meinem Vater, wo ihr dann ein Praktikum gemacht habt. So war es ja eigentlich. Was auch immer. Dort hast du uns jedenfalls singen gehört. Ja, also eher schreien, würde ich sagen. Ja, weil du Olaf mit dem Bolzenschussgerät in Fuß geschossen hast. Auf jeden Fall begannen wir dort gemeinsam zu musizieren. Ja. Auf unseren ersten selbst gekauften Instrumenten. Selbstgemachten, um genau zu sein. Also aus Rinderknochen, Schweinedärmen und Tierkadavern. Das klang ziemlich scheiße, fand ich eigentlich. Aber diesem ganz speziellen Sound sind wir immer treu geblieben. Und Texten voller Romantik, ja. Liebe zu sehr viel jüngeren Mädchen aus exotischen Ländern, Lebenslust und die kleinen Problemchen des Alltags. Ja, also ich fand, eigentlich ging es immer um Bumsen, mehr oder weniger. Also jedenfalls. Nach so vielen Jahren hieß es allerdings für jeden von uns, Abschied zu nehmen und etwas ganz Neues kennenzulernen. Zum Beispiel richtige Musik, einen dritten Akkord. Oder auch einfach mal Noten. Und ganz unter uns, nach über 40 Jahren wundervoller, ehrlicher Freundschaft, kann ich diese zwei doof grinsenden Scheißköpfe auch einfach nicht mehr sehen. Das hätte ich selbst nicht schöner sagen können, du blöde Pimmelfresse. Ja, und ich hab euch um eure Kohle beschissen und all eure Frauen gefickt. Tschüss.